Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 1939 DLC. Beim letzten Mal haben wir ja die Wandwälder abgeschlossen. Historisch, die Franzosen konnten die Wälder des Wand bei ihrem Vorstoß zwar einnehmen, allerdings kamen sie nur langsam voran und verloren in deutschen Minenfeldern mehrere Panzer. Das haben wir ja nun schon beim letzten Mal gelesen und jetzt geht es mal weiter in die nächste Mission. Insgesamt lief das, ja, das lief nicht alles so optimal. Wir haben da ganz schön viele Punkte verloren, muss ich sagen. Wir mussten sehr oft auffrischen. Da müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir das in der nächsten Mission deutlich besser hinbekommen. Denn ansonsten stehen wir irgendwann ohne Prestigepunkte da. Und dann wird's richtig schwer. Also dann kriegen wir richtig Probleme. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer agieren und durchaus auch mal in Erwägung ziehen, dass man sich zurückzieht, ne? Und einfach die Linie hält. Wenn man merkt, dass man das letzte Bonusziel nicht schafft, so wie jetzt in der vorhergehenden Mission bei den Warnwäldern, hätte man einfach am Fluss stehen bleiben sollen und das Ganze einfach auf Verteidigen spielen, ne? Wäre vielleicht die schlauere Idee gewesen. Orenthal, 9. September 1939. Nachdem wir der französischen 3. Armee ordentlich zugesetzt haben, können wir unsere Augenmerke nun wieder auf die 4. Armee richten. Aufklärungsberichte zufolge hängen die feindlichen Truppen immer noch in unseren Minenfeldern fest, was uns die perfekte Gelegenheit für einen schnellen Angriff bietet. Wow, das sind wirklich sehr, sehr viele Minenfelder. Primäres Ziel, erobern Sie 5 Siegfelder. Bonusziel, erobern Sie alle Siegfelder. Okay, oh, was ist das hier? Gut verteidigt. Bonusziel, nehmen Sie Orenthal ein. Ja, gut, das Bonusziel wird, das wird auf jeden Fall schwer. 5 Siegfelder, alle Siegfelder könnte machbar sein. Mal gucken. Während das Hauptkontingent der französischen Streitmacht mit unseren Minenfeldern beschäftigt ist, sollten wir mehrere Positionen in dieser Region angreifen. Mit etwas Glück stoßen wir vielleicht auf Waffendepots, die quer über die Region verstreut sein könnten. Je mehr dieser Depots sie einnehmen, desto leichter werden wir es zu einem späteren Zeitpunkt haben. Ah, wenn das mal kein Hinweis ist. Wir befinden uns allerdings gefährlich nah an den am französischen Territorium. Orenthal soll äußerst stark befestigt sein. Wir können versuchen, die Ortschaft einzukesseln, aber falls sich diese Hindernis als zu hartnäckig erweist, rate ich dazu, Orenthal einfach zu umgehen. Ich glaube, das sollten wir auch in Erwägung ziehen, denn das sieht schon sehr, sehr schwierig aus. Also hier Verteidigungslinien, Hügel auf allen Seiten. Ich will nicht wissen, was hier alles an Artillerie und Flak steht. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr tricky werden. Da starke Bewölkung vorausgesagt ist, sollten wir einige unserer Flugzeuge für diesen Angriff zurückhalten. Da starke Bewölkung vorausgesagt wird, sollten wir einige unserer Flugzeuge für diesen Angriff zurückhalten. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Den Satz verstehe ich jetzt nicht so ganz. Will er uns damit sagen, dass wir in dieser Mission nicht so auf Flugzeuge setzen sollten? Und lieber die Kernarmee-Punkte für andere Einheiten ausgeben sollten? Das ist mir nicht so ganz klar. Da bin ich etwas unsicher. So, Lagebesprechung beenden. Wir bekommen einen weiteren Helden. Besonnen. Für jeden verlorenen Stärkepunkt erhält diese Einheit einen Verteidigungsbonus. Ah ja, okay, interessant. Und dann gucken wir doch mal. Wir sollen also hier oben Punkte einnehmen, dass uns das leichter macht. Der Vorstoß kommt hier unten. Und jetzt ist die Frage... Ach, guck mal. Das sind ja schon die Franzosen. Da sind sie ja schon. Okay. Was haben wir im Moment? Wir haben 5500 Punkte. Wo können wir denn überhaupt Sachen aufstellen? Hallo? Ah ja, hier oben. Und hier. Okay, wir können eh noch von hier oben starten. Wir können gar nicht der Streitmacht hier unten entgegentreten, sondern wir müssen halt relativ schnell die Punkte einnehmen, bevor wir dann auf die Einheiten treffen, die sich hier mit unseren Bunkern beschäftigen. Alles klar. Dann gehen wir doch mal die Einheiten durch.
Infanterie ist jetzt interessant. Was haben wir in der Reserve? Panzer. Also ich glaube, Panzer machen hier wieder auf jeden Fall Sinn. Wir haben aber nur 2 Kernarmeefelder dazu bekommen. Also wir können auf jeden Fall die Panzer jetzt hier nicht ohne weiteres wieder zurückholen. Gucken wir uns erstmal die Panzer an, die wir haben, ob wir die eventuell upgraden können. Nein, können wir nicht. Wir müssen also immer noch mit dem Panzermaterial auskommen, was wir haben. Wie sieht es bei unseren Scouts aus? Da können wir einen erbeuteten Panhard nehmen, aber das macht nicht so wirklich Sinn. Der ist auch... Oh doch, der ist ein bisschen besser. Das Problem ist, dass wir den nur 6-mal auffrischen können. Aber er hat einen besseren Initiativwert. Er hat eine bessere Verteidigung. Er hat einen besseren Angriffswert gegen Infanterie. Und auch einen besseren Angriffswert gegen gepanzerte Einheiten. Das Problem ist, wir können ihn halt nur 6-mal auffrischen. Und danach ist halt Ende Gelände, ne? Dann haben wir keine Teile mehr für den quasi. So schön das ist, die minimale Mehr an Kampfstärke ist jetzt irgendwie nicht so relevant. So, jetzt haben wir hier eine Flak. Achso, die ist gerade zur Pack. Machen wir sie mal kurz zur Flak und gucken, ob wir die Flak ab... Sag mal, hallo? Hast du mich Flugabwehr jetzt... Ja, dann geht mal halt hier auf die Flugabwehr. Eine 8-8er. Eine 8-8er zu diesem frühen Zeitpunkt. Warum eigentlich nicht? Die ist natürlich auch als Panzerabwehrwaffe ziemlich gut geeignet. Kostet uns aber halt 2 Slots. Das sollten wir nicht vergessen. Aber die kann auf jeden Fall als Panzerabwehrwaffe gute Dienste leisten und halt auch als Flugabwehr. So, unsere BF-109E. Kriegen wir da was Neues? Nö. Okay. Und unsere U-87B. Auch da gibt es nichts Neues. Außer die 110C. Aber die ist in meinen Augen kein... also nicht relevant. So, und die Infanterie... Da ist auch nichts dabei, was von Interesse ist. Die Brückenpioniere. Ich glaube, die lassen wir jetzt mal weg. Die packen wir mal in die Reserve. Auch wenn hier das durchaus relevant werden könnte, weil der einzige Übergang ist in Bliesbruck bzw. in Gersheim. Und wenn der Gegner Brückenpioniere hat, kann er uns hier halt in die Flanke fallen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er keine mitführt. Gucken wir mal. Auf jeden Fall nehme ich die jetzt mal raus. Beziehungsweise wir könnten auch überlegen, ob wir die umschulen, weil die haben nämlich schon ein paar mehr Erfahrungspunkte als zum Beispiel die Pioniere hier. Ne? Dann können wir nämlich die rausnehmen und machen die hier zu... Ja, ist die Frage, wozu? Wir haben jetzt hier 1, 2, 3 mal Pioniere plus die Azul. Also machen wir sie entweder zu Grenadieren. Was ist der Unterschied nochmal von Grenadieren zu normaler Wehrmachtsinfanterie? Die Grenadiere sind ein bisschen besser gegen gepanzerte Einheiten, haben den besseren Verteidigungswert, aber können sich nicht so gut bewegen. Außerdem hat die Infanterie das Gewaltmarsch-Feature, was ich aber ehrlich gesagt noch nie benutzt habe. Deswegen würde ich tatsächlich eher auf Grenadiere gehen. Bei der Verteidigung sind sie auch gleich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die hier zu Grenadieren. Kostet uns allerdings wieder einen Punkt, ne? Wir haben aber nur... Ach, wir haben ja, gut, wir haben ja die Brückenpioniere verschoben. So, Upgrade. Dann haben wir jetzt 3-mal Grenadiere und im Grunde 4-mal Pioniere. Die Azul sind ja so ähnlich. Die Frage ist, ob wir die alle brauchen oder ob wir nicht davon eine Einheit brauchen wir so viel Pioniere? Ich würde sagen, wir verschieben die Grenadiere hier mal in die Reserve und schulen die hier
zu Grenadieren um. Damit haben wir jetzt dreimal Grenadiere und dreimal Pioniere und haben jetzt noch 7 Punkte frei. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können die hier alle erstmal auffrischen. So. Und jetzt überlegen wir bezüglich der Panzer aus der Reserve. So. Zack. Zack. 2 Panzer können wir da zurückholen. Jetzt ist die Frage, wir bräuchten aber noch 2 Punkte, wenn wir die Flak verbessern wollen. Wir könnten auch zumindest eine 3,7er Flak draus machen. Das bringt uns zwar nicht den Bums wie die 8,8er. Allerdings trotzdem verbesserte Kampfwerte gegen Flugzeuge. Und auch verbesserte Kampfwerte gegen Panzer. Wobei die bleiben gleich hier, ne? Harte Ziele bleibt gleich. Und wir brauchen halt dafür keinen Kernarmee-Slot ausgeben. Wobei denn die Frage ist, was wir für den letzten Kernarmee-Slot machen. Irgendwas weglassen würde ich jetzt ungerne. Und haben wir noch eine Infanterie, die nur ein Slot kostet? Nee. Haben wir leider nichts, was nur ein Slot kostet. Können wir uns noch was kaufen? Nee. Brückenpioniere, wow. Panzer auf jeden Fall nicht. Eine Pack. Wir könnten uns eine Pack kaufen. Wir könnten uns eine zweite... Wir könnten uns noch eine zweite Flak kaufen. Das ist eine Option, die wir machen könnten. So, pass mal auf. Du wirst zur 3,7er. Upgrade. Und wir kaufen uns einfach noch eine. Und müssten sie dann halt als... Pack im Zweifelsfall mit einsetzen. Ne? Ja. So. Sehr gut. So, unsere Artis frischen wir natürlich auf. Genauso wie unsere Lights, wie unsere Panzer. Ja, ich weiß, ich könnte den Button wieder hier oben benutzen. Ich würde nochmal da durchgehen, um mir die Fahrzeuge alle nochmal anzugucken und zu überlegen, ob man damit noch irgendwas machen könnte. Und auch schon mal überlegen, auf wen wir jetzt den Helden setzen. Kriegt ein Verteidigungspunkt für einen verlorenen Stärkepunkt. Habe ich so verstanden, ne? Wir gucken hier nochmal. Wir nehmen mal gerade wahllos irgendeine Einheit. Und jetzt haben wir hier besonnen. Für jeden verlorenen Stärkepunkt erhält diese Einheit einen Verteidigungsbonus. Okay, Bonus. Bonus. Eventuell auf einen leichten Panzer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein leichter Panzer eventuell. Dass der dann... oder eine Arti. Es ist so ein bisschen so... Allzweck. Vielleicht einfach auf einen Panzer. Der hat schon einen Helden hier. Guck mal, dann nimm einfach... Der hat auch schon einen Helden. Was hast du für einen Helden? Ach hier, Artillerieunterstützung. Okay. Panzerabwehrunterstützung, das ist ganz nett, das ist ein cooles Feature. Ich setze ihn mal auf ihn hier. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Und ich würde sagen, wir umgehen Orenthal einfach mehr oder weniger komplett. Wir müssen hier nur gucken. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die KI dort angreift. Weil den einzigen Flugplatz, den wir haben... Ne, dort ist noch einer. Tatsächlich können wir da auch Flugzeuge deployen. Und hier unten auch. Das ist ganz... Das ist witzig. Wir könnten also rein theoretisch den Vorstoß der Franzosen erstmal aufhalten. Das Problem ist, dass wir aber hier unten keine Landeinheiten deployen können. Deswegen ist das eigentlich ziemlich bescheuert, würde ich sagen. Also wir konzentrieren uns wirklich hier oben hin. Hier ist der einzige Flugplatz, den wir haben.
So. Und wir müssen das natürlich hier auch in irgendeiner Form... Oh, jetzt haben wir schon die Infanterie deployed. Das wollte ich gar nicht. Wir haben nämlich auch ein Flugzeug hier. Zack. Wir müssen das Ganze hier natürlich verteidigen, weil ich nicht sicher bin, ob er hier selber angreifen wird. Deswegen packen wir mal die Azuls hier rein. Stellen hier mal zwei Panzer davor. Zur Not bewegen wir die halt Richtung, Richtung Westen. Die anderen Panzer stellen wir hier auf, zusammen mit einem Light und hier einem Light. Wobei den Light, den stellen wir mal dorthin. Stellen hier eine Arti hin. Hier eine Arti hin. Wir hätten die Artillerien, wir hätten eine zum Mörser machen können. Ne? So, eine Flak bitte hier hin. Eine Flak bitte dahin. Sag mal. Eine Flak bitte dahin. Willst du mich verarschen? Jetzt setzt da die verschissene Flak dahin. Danke. So. Wir können hier noch eine Artillerie hinsetzen. Und jetzt müssen wir unsere Infanterie noch aufstellen. Ja, müssen wir dann irgendwie so machen. Okay. Das soll die Aufstellungsphase gewesen sein. Eure Hinweise natürlich gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob das Ganze so funktioniert. Oder ob wir da am Ende nochmal irgendwie neu starten müssen. Ich finde es ganz spannend, dass wir hier unten Flugplätze haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Spiel das vorgesehen hat, dass man die Flugzeuge vielleicht erstmal hier unten einsetzt, um den Vorstoß aufzuhalten. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man den nur mit Flugzeugen aufhalten kann. Im schlimmsten Fall passiert nämlich einfach das, dass die instant den Flugplatz einnehmen. Und dann haben wir das Problem, dass die Flugzeuge zu weit weg sind, um auf dem Flugplatz hier oben verlegt zu werden und dann eventuell abstürzen. Ne? Das kann natürlich passieren. Ich bin gespannt, wir werden diesmal versuchen, oder ich werde diesmal versuchen, ein bisschen mehr mit Bedacht zu spielen. Ich hoffe, das gelingt mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Im nächsten Video geht es dann wirklich los. Ihr kennt das ja schon, dass wir im ersten Video zur neuen Mission immer erstmal nur die Aufstellungsphase machen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Parsival, Kulle, Ködö, Ivandal, Xynam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.